Die Gabel runtergefallen. Aber einen Menschen haben wir noch vor der Pause und er ist zu uns gereist. Er hatte eine kurze Anreise, er kommt aus Mainz und er hat Chemie studiert. Und zwar erst, haltet an euch. Ich weiß, ihr seid auch aus Mainz, das ist aber noch nicht, das reicht noch nicht. Er hat in Bayreuth Chemie studiert auf Diplom, dort auch promoviert, hat dann einen Postdoc gemacht an der Northwestern University in Chicago. Und das war so cool, dass er gedacht hat, nee, ich gehe wieder zurück nach Mainz, wieder, um sich wieder ein bisschen zu erden. Und ist da jetzt beim Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Wir begrüßen den letzten Starter vor der Pause mit einem riesigen Applaus. Hier ist für euch Christopher Synatschke! Ja, vielen Dank. Ich scheine Lokalpublikum schon zu gefallen. Das ist sehr erfreulich. Alle von Ihnen fragen sich jetzt vielleicht, Chemie, Nervenheilen, was soll das miteinander zu tun haben? Bevor ich das beantworten möchte, möchte ich erst mal fragen, woran denkt ihr denn eigentlich, wenn ihr das Wort Chemie hört? Also bei mir, zumindest als Jugendlicher und bevor ich mit dem Studium angefangen hatte, ging es um Brände, Feuer, Explosionen. Sprich, es ist Chemie, wenn es knallt, raucht und stinkt. Und ich kann sagen, das Studium in Bayreuth hat nicht enttäuscht, aber das erzähle ich ein anderes Mal. Mittlerweile bin ich ein bisschen reifer und erwachsener geworden. Wie gerade eben schon erwähnt wurde, ich war auch im Ausland zum Postdoc. Meine Sicht auf die Chemie ist etwas gesetzter geworden. Wenn man mich heute fragt, was ich mit Chemie verbinde, dann sage ich mit Lego-Bausteinen spielen. Jetzt aber mal im Ernst. Also Chemiker bauen sehr komplexe Moleküle auf. Aus kleinen, wirklich kleinen Bausteinen, Atomen, manchmal Molekülen, sehr, sehr größere, vielseitige Dinge, die wir daraus erschaffen können. Und man hat da eine unglaubliche Flexibilität, man kann sehr viel Spaß dabei haben, sehr fantasiefreien Lauf lassen, ganz wie bei Lego. Und deshalb finde ich diesen Vergleich eigentlich sogar recht passend. Jetzt sind die Lego-Bausteine, die ich benutze, heißen Peptide. Damit kann man vielleicht noch nicht so furchtbar viel anfangen, aber jeder hat ja schon mal was von Proteinen oder Eiweiß gehört. Ich arbeite nicht mit Vollproteinen, sondern ich arbeite mit Proteinfragmenten, nämlich Peptiden. Meine Peptide können was ganz Besonderes. Die haben nämlich eine Eigenschaft, dass die selbstständig übergeordnete Strukturen aufbauen, wie von Geisterhand. Das ist hier so ein bisschen illustriert. Und das Schöne daran ist, wenn ich die einmal hergestellt habe, dann muss ich eigentlich gar nichts mehr tun. Die machen das von ganz alleine. Ich muss nur verstehen, warum sie das tun. Die Strukturen, die wir sehen, sind bisher keine Herzen dabei herausgekommen, aber die Sachen, die wir gefunden haben, sind auch sehr spannend. Das sind nämlich sogenannte Nanofasern. Die sind hier einmal gezeigt. Die sind ultradünn, sehr, sehr lang und gar nicht so häufig zu finden. Da braucht man ein bisschen Glück. Mittlerweile haben wir verstanden, wie wir solche Strukturen erzeugen können. Das heißt, wir konnten auch schon sehr viele davon erzeugen und eben solche Strukturen immer wieder finden. Aber das ist nicht wirklich gegeben von vornherein, wenn man sowas macht. Jetzt fragt ihr euch, okay, der hat gerade was von Lego erzählt, jetzt redet der von Fasern, fängt er hier gleich an zu stricken oder was? Nein. Was hat das Ganze jetzt eigentlich mit Nerven zu tun? Dafür muss ich kurz einmal nochmal erklären, was bei Nervenverletzungen eigentlich passiert. Und man kann unterscheiden also zwischen dem zentralen Nervensystem, das ist das Gehirn und das Rückenmark, und dem peripheren Nervensystem, das sind die Nerven, die die Extremitäten zum Beispiel innervieren. Also alles, was in den Armen oder Beinen zum Beispiel an Nerven ist. Wir beschäftigen uns jetzt zunächst erstmal mit der Regeneration von Nerven im peripheren Nervensystem. Bei Verletzungen wird nicht nur der Nerv selber, sondern auch das darumliegende Gewebe verletzt. Solche Verletzungen können zum Beispiel bei Autounfällen passieren, auch gerne im Heimwerkerbereich. Jeder, der eine Flex hat, sollte da ein bisschen vorsichtig sein. Aber eben auch bei Sportverletzungen oder Ähnlichem. Also es sind oft traumatische Verletzungen, die hier zu Quetschungen oder durchtrennten Nerven führen können. Und es wird eben nicht nur der Nerv selber, sondern auch das darumliegende Gewebe zerstört. Und dieses Gewebe besteht unter anderem aus der sogenannten extrazellulären Matrix. Die ist hier einmal symbolisch gezeigt und die besteht eben auch aus solchen faserförmigen Proteinen, solchen Kollagenbündeln, hier zum Beispiel in Gelb gezeigt, aber auch solchen Sachen, die hier so ein bisschen aussehen wie Spaghetti, diese Proteoglykane oder eben Zucker. Und diese Matrix, dieses Gerüst, ist sehr, sehr wichtig für Zellen, damit sie da drin wachsen können. Die bietet mechanische Stabilität,
die bietet bestimmte Signale, die die Zelle zum Überleben brauchen. Und da drin fühlt sich so eine Zelle, die hier einmal angedeutet ist, sehr, sehr wohl und braucht die eben, um wachsen zu können. Jetzt sieht das in der Realität natürlich nicht so hübsch bunt aus, sondern eher so. Das ist ein Rasterelektronenmikroskop, eine Rasterelektronenmikroskopaufnahme von einem extrazellulären Matrix, aus der diese Zellen entfernt wurden. Deshalb heißt das auch dezellularisiertes Gewebe. Und hier erkennt man jetzt wunderschön diese faserförmigen Proteine. Und selbst uns ist aufgefallen, oh, das sieht ja relativ ähnlich aus. Da könnte was dran sein. Und das hat uns überhaupt erst auf die Idee gebracht, dass unsere selbst assemblierenden Peptide, so heißen die, diese Fasern ausbilden, geeignet sein könnten, um als Zellgerüst zu funktionieren. Jetzt ist, wie gesagt, meine Aufgabe, solche Dinger herzustellen, zu verstehen, wie die überhaupt aufgebaut werden. Und wir haben zusammen, da ich Chemiker bin, ich kann nicht wirklich mit Zellen arbeiten, haben wir uns Kooperationspartner gesucht, die jetzt mit Nervenzellen getestet haben, wie gut oder schlecht unsere Materialien funktionieren. Damit man das machen kann, muss man unsere Materialien auf eine Petrischale aufbringen und dann eben die Zellen darauf wachsen lassen. Dann gibt es noch ein sehr hübsches Mikroskop, das man benutzen kann, um das dann auszuwerten. Und dann findet man entweder Materialien, die sehr gut funktionieren, das ist hier gezeigt, und solche, die nicht so gut funktionieren. Haben wir auch einige von gefunden. Die Matrix ist jetzt hierbei wichtig, weil dort, wo sie gut funktioniert, da fühlt sich die Zelle wohl. Die streckt sich aus, die macht sich richtig groß und macht sich richtig lang und fängt an, also solche Fortsätze zu bilden, die nennt man Neurite. Wenn man eine Matrix gemacht hat, die nicht geeignet ist, dann fühlt sich die Zelle überhaupt nicht wohl. Die krümmt sich zusammen und macht sich ganz klein und findet das überhaupt nicht gut. Davon haben wir auch einige gefunden. Das Entscheidende dahinter war jetzt herauszufinden, warum einige von unseren Materialien gut funktionieren und andere nicht. Und dieser Unterschied waren einige Dinge sind uns sehr, sehr schnell aufgefallen. Das eine ist zum Beispiel, dass nur solche, die auch tatsächlich solche Fasern ausbilden können, auch wirklich geeignet sind, um als Matrix zu fungieren. Also alles, was keine Fasern gebildet hat, hat von vornherein nicht funktioniert. Aber es gab auch weitere Eigenschaften, wie zum Beispiel eine sogenannte positive Oberflächenladung. Das hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass Zellen damit besonders gut wechselwirken können. Also solche, die Fasern bilden und positiv geladen sind, funktionieren sehr gut. Dennoch gab es immer noch Peptidmoleküle von uns, die solche Strukturen ausgebildet haben, die beide diese Charakteristika erfüllt haben und trotzdem nicht funktioniert haben. Und dafür mussten wir tatsächlich etwas genauer hinschauen. Ich habe da jetzt mal zwei Anschauungsmodelle mitgebracht. Von außen betrachtet sehen die beide aus, ja, sind Fasern, haben beide solche Bausteine, die man irgendwie zusammensetzen kann, aber man muss sich jetzt wirklich ganz genau und im Detail anschauen, wie die Strukturen innerhalb der Faser zusammengesetzt sind. Und erst dann konnte man unterscheiden, dass die, die eine besonders geordnete Struktur gebildet haben, wo also zum Beispiel eine ganz regelmäßige Abfolge stattfindet, beziehungsweise wo die Moleküle sehr gut zusammenpassen, dass die besonders gut geeignet sind, um als Nervengerüst zu funktionieren. Und der letzte Schritt, den wir jetzt hier noch durchgeführt haben, zusammen mit unseren Kooperationspartnern, war tatsächlich zu testen außerhalb der Zellkultur in einem Verletzungsmodell. Dazu startet man mit einer Maus, die kann man sehr schön beobachten, wie die Nervenverletzung geheilt wird, weil man startet mit einer Maus, wo man sich die Schnurrhaarbewegungen anschaut. Ich hatte hier eigentlich Videos eingebettet, aber leider funktionieren die nicht, deshalb musste ich das jetzt in einen Graphen umbauen. Da müssen Sie sich angucken, die beiden Schnurrhaarbewegungen werden quasi aufgezeichnet und wenn die Maus wenn die Maus keine Verletzung hat, dann sind die hochsynchron, also rechts und links bewegt sich gleichzeitig. Dann wird eine Verletzung induziert, die simuliert, wie es zum Beispiel bei einem Autounfall passieren würde und dabei ist jetzt eine Seite komplett gelähmt, die kann sich also gar nicht mehr bewegen. Unser Material wird an die Stelle, wo der Nerv zerstört wurde, injiziert und nach 18 Tagen, sieht man, dass hier tatsächlich schon eine gewisse Regeneration wieder zu beobachten ist und diese Maus also ihre Schnurrhaare wieder bewegen kann. Und jetzt habt ihr verstanden, wie man mit Chemie Nerven heilen lassen kann, indem man Chemiker mit Lego-Bausteinen spielen lässt. Vielen Dank.
Das war für euch der dritte Start am heutigen Abend. Christopher Synatschke.